Franco Golenberg, nach 5 Niederlagen, die es zuletzt gab, jetzt heute wieder zurück auf die Siegerstrasse gekehrt. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben für den 5-1-Erfolg hier in Kloten? Ja, ich glaube, heute haben wir ein cleveres Roadgame gehabt. Wir sind, können in Führung gehen, nachher sind sie gekommen. Im zweiten Drittel sind wir phasenweise recht unter die Räder gekommen. Aber ich glaube, wir sind gut cool geblieben dort, haben unser Ding durchgezogen und nachher am Schluss können unsere Chancen nutzen, im Gegenzug. Für Sie persönlich, Sie haben ein Goal geschossen, das ist dann aber annulliert worden. Und das haben Sie dann gut gemacht mit einem super Passli zum 2-1, zum Game-Winner durch den Diego Kostner. Was haben Sie dort in diesen 2-3 Minuten, was ist Ihnen dort durch den Kopf gegangen? Ja, ist lustig, weil ich wirklich denkt, ja, jetzt cool bleiben, mal schauen, was er bringt. Und als ich sehe, er annulliert, habe ich in dem Moment gedacht, nein, das kann es nicht sein, jetzt holen wir ihn nochmal. Und es ist dann, dass es dann nachher so kommt, umso schöner. Ja. Danke vielmals.